Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video des Lernzyklus Lagebeziehungen von einem Kreis mit einer Geraden. Mein Name ist Michi und heute werden wir gemeinsam die Grundlagen des Kreises kennenlernen. Ich werde euch die wichtigsten Begriffe erklären und zeigen, wie man einen Kreis konstruiert. Also lasst uns beginnen. Um einen Kreis zu erhalten, benötigen wir einen Mittelpunkt. Wir beschriften den Mittelpunkt mit dem Großbuchstaben M. Punkte werden immer mit Großbuchstaben gekennzeichnet. Ein Kreis ist die Menge aller Punkte, die vom Mittelpunkt gleich weit entfernt sind. Alle diese Punkte ergeben nun eine geschlossene Kurve. Wir nennen die erhaltene Linie die Kreislinie. Diese wird mit einem Kleinbuchstaben K beschriftet. Jetzt lernen wir zwei weitere wichtige Begriffe kennen, den Radius und den Durchmesser. Der Radius ist der Abstand vom Mittelpunkt des Kreises bis zu einem Punkt auf der Kreislinie. Dieser ist überall im Kreis gleich lang. Um den Radius zu beschriften, schreiben wir ein kleines R neben die Linie, die vom Mittelpunkt zum Rand des Kreises führt. Der Durchmesser ist die längste Strecke im Kreis, die durch den Mittelpunkt geht. Er teilt den Kreis in zwei Hälften. Der Durchmesser ist doppelt so lange wie der Radius, also ist der Radius somit die Hälfte des Durchmessers. Für den Durchmesser schreiben wir ein kleines d neben die Linie, die den Kreis durch den Mittelpunkt teilt. Zusammenfassend haben wir gelernt, dass ein Kreis eine geschlossene Kurve ist, bei der alle Punkte den gleichen Abstand vom Mittelpunkt haben. Wir haben die Begriffe Mittelpunkt, Radius, Durchmesser und Kreislinie kennengelernt. Lasst uns nun eine Aufgabe betrachten, um zu lernen, wie man einen Kreis konstruiert. Dafür brauchen wir ein Blatt Papier, einen Bleistift und einen Zirkel. Gegeben ist nun ein Kreis mit einem Radius von 3 cm. Wir suchen uns einen Mittelpunkt, der genug Abstand vom Blattrand hat und nennen diesen M. Wir zeichnen von M ausgehend eine 3 cm lange Strecke. Diese ist unser Radius, also beschriften wir ihn mit einem kleinen R. Nun stechen wir den Zirkel vorsichtig in den Mittelpunkt, nehmen die 3 cm vom gezeichneten Radius in den Zirkel und drehen ihn mit nur einer Hand am oberen Griff des Zirkels, damit wir das Maß während des Konstruierens nicht verstellen. Wir beschriften die erhaltene Kreislinie mit einem kleinen K. Wie groß ist nun der Durchmesser? Wir haben zwei Möglichkeiten, den Durchmesser herauszufinden. Entweder wir messen nach. Dafür legen wir unser Lineal durch den Kreis und achten darauf, dass wir genau durch den Mittelpunkt messen. Wir wissen, dass der Durchmesser durch den Mittelpunkt gehen muss. Wenn wir nachmessen, kommen wir auf 6 cm. Wir können die Länge des Durchmessers auch durch Ausrechnen herausfinden. Wir wissen, dass der Durchmesser doppelt so lange ist wie der Radius. Also setzen wir in unsere Formel d ist gleich 2 mal r ein. Wir erhalten als Länge für den Durchmesser 6 cm. Sehr gut, beide Ergebnisse sind gleich. Jetzt habt ihr die Grundlagen des Kreises kennengelernt und wisst, wie ihr einen Kreis zeichnen und ihn beschriften könnt. Ich kann die Figur Kreis definieren bzw. aufschreiben, sage es oder schreibe es auf, drücke hierzu auf Pause. Ja genau, der Kreis ist eine geschlossene Kurve, bei dem alle Punkte den gleichen Abstand zum Mittelpunkt haben. Er besteht aus einem Mittelpunkt, Radius, Durchmesser und der Kreislinie. Nun üben wir das Beschriften des Kreises. Skizziere hierzu einen Kreis und notiere den Mittelpunkt, den Radius, den Durchmesser und die Kreislinie. Pausiere auch hier wieder das Video. Super gemacht! Auf dieser Abbildung siehst du, wie man einen Kreis richtig beschriftet. Übt das Zeichnen von Kreisen, verschiedenen Radien und Durchmessern, um euer Wissen zu vertiefen. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal!
In den kommenden Videos werden wir uns noch weiter mit den Lagebeziehungen zwischen Kreisen und Geraden beschäftigen, um euer Wissen für diese geometrischen Zusammenhänge zu erweitern. Wir freuen uns darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen.